Herzlich willkommen zum Trainingsvideo von CapTrader. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie eine Position schließen und wie Sie direkt eine Position mit einem Stop-Loss eröffnen. Wir haben jetzt hier im Portfolio die Adidas-Aktie drin, und zwar 50 Stück. Das sehen wir hier in dieser Zeile. Und zwar Position 50 Long, 50 Aktien der Adidas sind im Portfolio aktuell enthalten. Wir wollen jetzt diese Position glattstellen. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf diese Zeile. Wo Sie da klicken, ist egal. Wir klicken also hier mit der rechten Maustaste und es öffnet sich hier dieses Menü. Jetzt können wir beispielsweise dazu kaufen, wir können einen Teilverkauf vornehmen oder wir können die Position schließen, indem wir hier auf Close klicken. Die zweite Möglichkeit, die Sie haben, ist, Sie gehen hier auf Trade und auf Position schließen. Wir wollen das jetzt mal mit Close durchführen, Position schließen. Was passiert? Es öffnet sich sofort die richtige Order, und zwar eine Verkaufsorder mit voreingestellten 50 Stück. Da wir die Position glattstellen wollen, müssen wir genau 50 Stück verkaufen. Order-Typ ist jetzt hier auf Limit eingestellt. Wir können das auch auf Market beispielsweise ändern. Und der Börsenplatz ist Smart. Beispielsweise können wir jetzt hier noch die Frankfurter Wertpapierbörse auswählen, Xetra, Stuttgarter Wertpapierbörse oder Turquoise und ChaiX als Beispiel. Wir lassen jetzt mal den Börsenplatz oder die Übermittlung der Order auf Smart. Das bedeutet, es wird automatisch der beste Börsenplatz zum besten Bid- und Ask-Kurs ausgewählt. Gut, Market bedeutet, die Order wird dementsprechend zum nächsten Kurs ausgeführt. Wir klicken hier auf Übermitteln und wir sind sofort schon ausgeführt. Die 50 Stück wurden verkauft. Im Trade Log können wir das Ganze sehen. Sold 50 Stück zum Preis von 59,97 wurde über Smart abgewickelt. Das können wir hier durch erkennen. Gut, wollen wir das nochmal am Beispiel der Adidas-Aktie durchführen? Und zwar, wie können wir jetzt einen Kauf eingehen und den direkt mit einem Stop-Loss absichern? Dazu gehen wir erst in die Order-Voreinstellung. Und zwar machen wir das über das Menü hier oben Ändern, globale Konfiguration. Hier gehen wir in der linken Spalte auf den Punkt Voreinstellungen. Eventuell müssen Sie hier alle möglichen Felder noch aktivieren, damit Sie das alles sehen können. Und wir haben als Primary Order Limit, Take Profit lassen wir frei und die Stop Order wollen wir hinzufügen, und zwar als klassischen Stop. Hier klicken wir auf Anwenden auf alle Klassen und Typen, das heißt für Aktien, Option Futures und für alles andere gilt das jetzt. Und wenn wir jetzt hier auf den Ask-Preis, also einen Kauforder aufgeben, ist direkt eine Stop-Order mit eingestellt. Jetzt brauchen wir hier nur die Stückzahl eingeben. Ändere das jetzt mal auf 50. So ändert sich direkt auch der Stop-Loss auf 50. Und wir geben das Limit ein. Und den Stop-Kurs, und dann können wir die Order übermitteln. Sind jetzt hier direkt ausgeführt, weil das Limit gegriffen hat und der Stop-Loss liegt hier bei Pending, sprich bei der offenen Order, die 50 Stück auf Smart. Gut, das war's zu dem Thema. Bis zum nächsten Mal.